Hallo ihr Lieben, ich hoffe euch geht's gut. Mir geht es wundervoll. Also ich fühle mich hier in München super, super wohl. Die Ausbildung zum Make-up-Artist ist toll. Ich habe jeden Tag neue Impressionen, neue Wissenszugänge, von denen ich gar nicht geträumt hätte. Euch wird auch noch viel erwarten, worüber ich berichten möchte und auch darf. Und ja, ich freue mich einfach hier zu sein. Wir starten jetzt in die dritte Woche und lernen schon wieder ganz neue Sachen. Heute haben wir mit den Lippen angefangen. Letzte Woche haben wir sehr, sehr viel Augenbrauen gemacht. Und vielleicht erkennt ihr es schon. Meine sind ein wenig verbessert worden, aber das wird noch viel, viel besser werden. Wir sind jetzt erst am Anfang. Die müssen noch nachwachsen. Ich habe jetzt nichts korrigiert. Kein Puder, kein Kajal, gar nichts drin. Die sind jetzt einfach nur so, wie sie gerade sind. Nicht hier unten gezupft, also guckt nicht genau hin, aber ich muss sie ja einfach wachsen lassen, damit wir sie noch besser angleichen können. Aber es ist schon besser, es ist nicht mehr ganz dieses exzentrische McDonald's M oder dieses Tschu-Tschu, was mir einige ja immer vorgeworfen haben. Ich fand das einfach, sie sind einfach so gewesen. Ich habe mich da nie mit beschäftigt und ich fand es auch irgendwie Mara-like. Aber jetzt, wo wir anfangen, sie zu verbessern und in der Schule auch sehr viel über Augenbrauen reden. Ja, da bin ich irgendwie doch anderer Meinung und möchte sie jetzt auch verbessert haben. Beziehungsweise fühle mich jetzt schon, wie sie so sind, viel, viel wohler. Und auch einfach mal in die Infobox. Ich habe ein paar Bilder, Impressionen zu dem, was wir mit Augenbrauen schon gemacht haben, euch als Blogpost zusammengestellt.